Hallo ihr Lieben, ich bin Melanie und möchte euch zum Nähen mit der Nähmaschine inspirieren. Heute kannst du dir selbst deinen Lieblingsschal nähen. Dazu brauchst du zwei Stoffzuschnitte von 1,40 m auf 35 cm, ein langes Lineal, Stecknadeln, Gummiband von 10 cm, einen Knopf, Schere, Garn, Nähnadel, Schneiderkreide und eine Nähmaschine. Für den Schal kannst du verschiedene Stoffe verwenden. Die Beispiele auf diesem Bild sind aus Vlies und Jersey. Für meinen Schal heute habe ich zwei Sweatstoffe ausgewählt. Diese sind von sich aus schon ein bisschen fester und nicht ganz so elastisch. Für Nähanfänger könnten sehr dehnbare Stoffe zur Herausforderung werden. Zuerst schneidest du die gebügelten und von Falten befreiten Stoffbahnen auf ca. 1,40 m Breite und 35 cm Höhe. Die Länge der Stoffbahn können auch variieren. Wenn der gekaufte Stoff eine längere Stoffbreite hat, könnt ihr diese natürlich nutzen. Jetzt legst du eine der zugeschnittenen Stoffbahnen auf den Tisch vor dich hin, sodass die rechte Stoffseite, also die schöne Stoffseite, nach oben schaut. Nun ermittelst du die Mitte der langen Seite, indem du die Stoffbahn einmal faltest und eine Nadel an der Stelle befestigst. An diesem Punkt steckst du das Gummiband fest, mit den zwei Enden nach außen, und fixierst es dann mit ein paar Stichen. Lege die Stoffbahn wieder genauso auf den Tisch zurück. Lege die zweite Stoffbahn mit der rechten Seite nach unten bündig auf die erste Stoffbahn. Fixiere rundherum alles mit Stecknadeln. Stecke ruhig viele Stecknadeln, damit beim Nähen nichts verrutscht. Zeichne dir an der unteren langen Stoffseite eine Wendeöffnung von ca. 10 cm an. Zum Nähen des Schals kannst du einen deiner Overlock-Stiche verwenden. Falls du keinen hast, benutze einen der Elastic-Stiche oder den Zickzack-Stich. Die Einstellung der Stichlänge sollte im unteren Bereich bleiben. Mit dem Nähen fängst du hinter der Wendeöffnung an, am besten füßchenbreit, immer bis kurz vor die Nadel. Am Gummiband nochmal zurück und nach vorne nähen, um dieses zu verstärken. Rundgummi, wie ich ihn verwende, ist immer etwas schwieriger anzunähen wie Flachgummi. Nähe einmal ringsherum bis zur Wendeöffnung. Jetzt kannst du den Schal auf rechts drehen und die Ecken rausdrücken.
den Schal bügeln, damit die Kanten schön aufeinander sitzen. Stecke die Wendeöffnung mit Stecknadeln und schließe diese mit dem Blindstich. Nun musst du den Knopf in der linken oberen Ecke vom Gummiband aus gesehen befestigen. Fertig ist der Knopfschal. Hier noch eine Anleitung zum Wickeln des Schals.